Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Abnehmen durch fettreiche Lebensmittel, geht das? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Ihr Leben für den Content, ihr wisst, was ihr machen mit Plus weg. Und zum Patientenfall zurück. Ich hatte eine Familie in der Ernährungsberatung mit erwachsenen Kindern und es kam die Fragestellung hoch, ob man fettreiche Lebensmittel, auch wenn man abnehmen will, nutzen kann. Es ist so, bei fettreichen Lebensmitteln gibt es neue Studien für eiweißreiche, fettreiche Lebensmittel. Der Hintergrund ist, wenn ich 40-20-prozentigen Quark, wenn ich 3,5-3,8-prozentigen Joghurt nutze, also Naturjoghurt zum Beispiel, dann habe ich zwar eine höhere Fettstufe, aber die höhere Fettstufe macht keinen Insulinspiegel. Das heißt, bei Käse gibt es die Variante 45% aufwärts, weil wir bei Käse in Wirklichkeit nur die Hälfte wirklich essen. Also die Fett in Trockenmasse, wenn ihr die durch zwei teilt, dann habt ihr sozusagen das, was ihr in Wirklichkeit esst und das nennt man dann den absoluten Fettgehalt. Das heißt, 45%, 50, 55, 60%ige Käsesorten zu essen, wären ja fettreich. Die können auch verwendet werden, weil das Fett den Insulinspiegel nicht anhebt. Und warum überlegt man immer diesen Insulinspiegel? Weil der Insulinspiegel, wenn er ansteigt, der wird von der Bauchspeicheldrüse produziert, immer dann, wenn Zucker in der Blutbahn landet. Und bei Kohlenhydraten zum Beispiel, bei Kuchen, Gebäck, Süßigkeiten, Chips, Schokolade, Pizzateig, Teigtaschen, gibt ja manchmal so Franzbrötchen und ähnliches. Das heißt, bei so leckeren Sachen steigt der Blutzucker an und dann kommt diese Insulinausschüttung hinterher. Und bei fettreichen Lebensmitteln, zum Beispiel die eiweißfettreichen, 40-prozentigen Quark oder die Käsegeschichten, da ist es so, dass der Blutzucker nicht ansteigt, weil die zum Teil nur ganz gering überhaupt Milchzucker enthalten, der dann den Blutzucker ansteigen lassen würde. Und der Hintergrund ist bei den eiweißfettreichen Lebensmitteln, dass eben der Fettanteil höher ist und dadurch eben der Milchzucker dort nichts macht. Das heißt, ihr könnt tatsächlich fettreichere Lebensmittel, auch fettreichere Milch, Vollmilch zum Beispiel, gerne nutzen. Es ist bei Milch und Joghurt immer ein bisschen Milchzucker drin. Durch die Eiweißquelle und den höheren Fettanteil ist der Blutzuckerverlauf aber dann sozusagen immer langsamer. Deswegen kann man fettreiche Lebensmittel nutzen. Ziel ist, fettreicher, aber dadurch auch eiweißreicher zu essen. Es gehört in den Bereich auch immer rein, dass man Fisch und Fleisch und Geflügelfleisch oder das Ei auch als Eiweißquelle nutzen kann. Beim Fleisch oder Fisch wird ja auch häufig immer diese Fettstruktur diskutiert. Bauchfleisch zum Beispiel oder beim Grillen, wenn ich Nackenfleisch habe oder Steg, der Fettrand. Letztendlich ist es so, dass das Fett eben nicht den Insulinanstieg ansteigen lässt. Immer wenn ich den Insulinanstieg hochkriege, weil ich dann beim Grillen Baguette zu esse, weil ich ein helleres Brot esse, steigt der Insulinspiegel schneller an, aber nicht unbedingt in dem Moment eben von dem Fleisch oder von dem Fisch oder von dem Geflügel oder Ei. Das heißt, an der Stelle kann man die tierischen Produkte auch, wenn sie etwas fettreicher sind, Salami zum Beispiel, Leberwurst, gerne mit einbauen. Natürlich ist die Menge entscheidend, weil Kalorien kommen. Aber wenn ihr sozusagen auf den Insulinspiegel achtet, der dann aus dem Zucker Körperfett macht, wenn der mit den Eiweißprodukten niedriger ist, dann geht es auch besser mit der Gewichtsabnahme. Wir haben ja schließlich nur drei Nährstoffe, Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Und es geht tatsächlich um den Anteil der Kohlenhydrate, die den Blutzucker ansteigen lassen und dann das Körperfett entstehen lassen kann. Deswegen ist der Fettanteil, gerade bei den Milchprodukten gibt es neue Studien auch dazu, die sind schon 2-3 Jahre alt, also so neu ist am Ende auch nicht, aber vielleicht für euch eine neue Botschaft. Und ich kann nur aus der Praxis sagen, wenn die Patienten Milchprodukte oder Fischfleisch essen mögen, für die Vegetarier oder die veganen Leute ist natürlich die Hülsenfrüchte die Eiweißquelle. Und dann kann man sozusagen auch gut in die Gewichtsveränderung kommen. Also von daher dürft ihr es gerne einbauen. Menge ist entscheidend. Und probiert es einfach gerne mal aus. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ich wünsche euch jetzt einen ganz lieben Tag. Alle Fragen nehme ich gerne auf. Wenn ihr Ideen habt, was ich machen soll, schreibt einfach gerne. Ihr Lieben, habt einen schönen Tag. Viele Grüße, eure Sandra.